Danke, dass du mich abgeholt hast, Dad. Oh, das war mir ein Vergnügen. Das hat mir sehr geholfen. Wenn ich mit der Hausaufgabe jetzt gleich anfange, dann bin ich heute Abend vielleicht fertig. Natürlich nur, wenn du den Küchentisch nicht brauchst fürs Abendessen. Nein, nein, lass dich nur häuslich nieder. Wir können ja auf dem Fußboden essen, nicht wahr? Oder wenn du die Anrichte brauchst, dann kann ich auch unterm Kühlschrank kochen. Wieso bist du denn heute so gut drauf? Gut drauf? Wie? Irgendwas stimmt nicht mit dir. Es gab kein Gemaule, als ich dich gebeten habe, mich von der Schule abzuholen. Du hast mich sogar nach Hause fahren lassen. Du hast mich nicht mal angeschrien, als ich fast den Bus gerammt hätte. Das heißt dann, es hatte ihm die Sprache verschlagen. Komm, Dad, ich weiß doch, dass dich irgendwas glücklich macht. Ach, na gut, also warum soll ich dir nicht sagen? Ich habe es endlich geschafft. Was geschafft? Ich habe eine Methode gefunden, wie Nudge ein Schnippchen schlagen kann. Und worum geht es dabei? Worauf ist Nudge am schärfsten? Fressalien, ihr denkt immer ans Essen. Ja, genau. Und heute Morgen habe ich einen knackigen, köstlichen, saftigen, grünen Apfel gekauft. Ich verstehe nicht, warum du es nicht endlich aufgibst. Äpfel sind seine Spezialität. Er wird ihn finden und er wird ihn essen. Diesmal nicht. Dad, er riecht den Apfel wie der Hai den Hering. Er hat auch den gefunden, den du in meine Nähmaschine gelegt hast. Und den du im Aufhängersack vom Rasenmäher versteckt hast. Und den hat er auch gefunden, der unter der Kühlerhaube von Barbies Range Rover zermatscht war. Ja, aber den wird er diesmal nicht finden. Ich habe ihn auf dem Dach versteckt. Dad, er findet ihn. Er hat einen Apfelradar. Ich habe ihn in Alufolie gewickelt. Das wird ja auch nichts nützen, Dad. Ein Apfel auf dem Dach zu verstecken, ist vergebene Liebesmühe. Ich habe ihn nicht nur einfach auf dem Dach versteckt. Ich bin die Leiter hochgeklettert du? Und dann... Old Angsthase Schlotterknie ist die Leiter hochgeklettert? Ja. Dann bin ich den First entlang, den Giebel runter, am Gaubenfenster vorbei und da in der Regenrinne habe ich den Apfel versteckt. Wenn er den findet, empfehle ich dir, den nächsten in einem Schließfach in der Bank von England zu deponieren. Ach, ja, hi Simon. Ah, wie geht's denn Sidneys schärfstem Schmachtbrocken? Halt deine Tratschklappe, Debbie. Oi, sag bloß, die Liebe deines Lebens hat sich ausgeliebt. Wer war's denn diese Woche? Wenn Dusseligkeit wehtun würde, müsstest du dauernd schreien. Aber Simon, ich habe gedacht, zwischen dir und Julie läuft alles bestens. So war's ja auch, aber jetzt ist sie irgendwo in die Pampa versetzt worden. Ja, das kann einem passieren bei der Polizei und sie kann überhaupt nichts dagegen machen. Sie hätte doch kündigen können. Siehst du, genau dasselbe habe ich ja auch gesagt. Ja, jede Frau, die halbwegs bei Trost ist, würde ihre Karriere sofort an den Nagel hängen für eine labbrige Salami-Pizza mit dir. Du hast völlig recht, Debbie. Frauen können sowas von unvernünftig sein. Nicht frauenfeindlich werden, bitte. Nein, ich habe jetzt endgültig die Schnauze voll. Ich gebe es auf mit den Frauen. Du, und Frauen aufgeben? Das ist, als wenn der weiße Hai Vegetarier werden würde. Tag allerseits. Natsch, wo hast du den Apfel her? Oh, also, ich komme gerade zur Gartentür rein. Da höre ich eine himmlische Stimme rufen. Natsch, Natsch. Und ich hoppe auf die Leiter und krabbel den First von ihrem Dach entlang, den Giebel runter am Gaubenfenster vorbei. Und was glauben Sie, was ich da in der Regenrinne finde? Natsch, geh nach Haus. Nein, ich weiß was Besseres. Du bleibst hier, ich geh nach Haus. Okay, in Ordnung. Oh, hi Simon. Gibt's was Neues im Fall der verschwundenen Polizistin? Nein. Julie ist ein für alle Mal weg. Dieses Kapitel meines Lebens ist abgeschlossen. Hast dich aber schnell erholt. Ja, das ist bei ihm doch immer so. Eben haben wir noch geheult und schon lachen wir wieder, als wäre nichts gewesen. Jetzt lass ihn mal zufrieden. Schon gut, Dad. Ich vergebe ihr. Du vergibst mir was? Tja, Debbie, wenn du sowas sagst, dann gehe ich davon aus, dass du es als konstruktive Kritik meinst. Nein, ich meine damit, du bist eine Blödgurke. Gurke? Ja, Dad, du weißt doch, Gehirnmatsch, Hohlbirne. Wenn es dir ein tiefes inneres Bedürfnis ist, mich zu beleidigen, mach ruhig weiter. Dad, sag ihm bitte, er soll damit aufhören. Was macht er denn? Er verzeiht mir dauernd, das ist ätzend öde. Also, Simon, was ist los mit dir? Nichts, Dad. Oh doch, du benimmst dich wie ein Buddhist, der Baldrian genommen hat. Bist du krank? Nein, Quatsch, ich hab nur was Neues für mich gefunden. Ah, eine neue Freundin, hoffentlich bleibt sie diesmal ein bisschen Gewehr bei Fuß. Nein, ich hab keine neue Freundin. Ich hab dir doch gesagt, ich hab's aufgegeben mit den Frauen. Also, ich werde ein vollkommen neues Leben anfangen. Ich weiß, du wirst Mönch. Ziemlich warm. Du wirst Nonne. Pass auf, Dad, mein Leben war an einem Totenpunkt. Und plötzlich auf einmal lerne ich diesen Amerikaner kennen. Sein Name ist Cleve. Er hat vollkommen neue Ideen. Gibt es einen Tod vor dem Leben? Aha, bestimmt eine interessante Frage. Ist das irgendwas Religiöses? Eine Sekte? Um Himmels Willen, keine Sekte. Es ist einfach eine ganz neue Weltanschauung. Eine neue Philosophie. Sie nennt sich postmortuale Erweckung. Die Post ist noch nie geweckt worden. Simon, bitte fall doch nicht auf irgendetwas herein. Dad, ich falle auf überhaupt nichts rein, okay? Versteh doch, die bieten mir was Geistiges. Und was hast du ihnen geboten? Was meinst du damit? Was es dich gekostet hat. Cleve ist keiner von der Sorte. Er hat nur $20 von mir angenommen. Du hast ihm also $20 angeboten. Ich habe ihm 50 angeboten, er hat aber nur 20 genommen. Er hat gemeint, mehr kann ich mir nicht leisten. Du kannst dir auch keine 20 leisten. Wo hast du die hergenommen, hä? Weißt du noch die $20, die du mir für die Mahngebühr bei der Videothek gegeben Simon, hast? Simon, die Typen von der Videothek skalpieren mich, wenn ich die Mahngebühr nicht langsam mal zahle. Ach, mach dir keine Sorgen, Dad. Ich werde Cleve bitten, dass er ihnen erklärt, dass Leben vergeben heißt. Und dass skalpierte Perücken tragen können, wie? Ist der Knabe zufällig ein wiedergeborener Christ oder sowas? Nein, er hat sich was vom Christentum geborgt und vom Buddhismus und die besten Stücke vom Islam. Ah, verstehe. Eine wiedergeborene Promenadenmischung.
darf ich die Schule wechseln? Nein, darfst du nicht. Aber ich hasse diese Ekelschule. Pech, wirst mit ihr leben müssen. Aber die ist voll total der Horror. Und was ist es diesmal wieder? Sie schafft ihre Hausaufgaben nicht. Die sind aber auch sauschwer. Wir müssen da was machen mit Aktien und Wertzeugs. Aktien und Werkzeug? Du meinst Wertpapiere. Ich bezahle wie ein blöder Schulgeld, jetzt darf ich Ihnen noch Aktien hinterherwerfen. Und was wollen die als nächstes? Einen überschüssigen Augapfel, eine meiner Nieren, ein altes Herz oder einen Lungenflügel, den ich nicht mehr trage? Nein, Dad, du kapierst nicht. Sie wollen wirklich nicht, dass du irgendwas spendierst oder so. Wir sollen nur so tun, als ob wir Aktien kaufen oder verkaufen. Ah, verstehe. Ich verstehe kein Wort. Sie wollen den Schülern beibringen, wie der Aktienmarkt funktioniert. Oh, ach so. Und wie funktioniert der? Na, sagen wir, Jenny kauft zum Beispiel 100 Aktien von, ich weiß nicht, Milky Way. Und zwar am Montag. Und sie bezahlt $2 pro Aktie. Und wenn sie die am Mittwoch wieder für $2,50 pro Aktie verkauft, dann macht sie Gewinn. Und von dem kaufe ich mir ein Pferd. Naja, nein, Jenny, von dem Gewinn kaufst du dir gar nichts, weil in Wirklichkeit hast du den überhaupt nicht. Ihr tut ja nur so. Das ist nur eine Hausaufgabe, oder hast du das vergessen? Nein, es ist ein Wettbewerb, Dad. Nach 2 Wochen kriegt derjenige, der das meiste Geld verdient hat, einen Preis. Und der könnte doch ein Pferd sein, oder? Jenny, wenn dem so sein sollte, würdest du deinem alten Vater einen Gefallen tun? Was denn? Wer Zweite. Warte mal, Dad, das möchte ich doch jetzt genau wissen. Ich meine, wenn Jenny nicht nur so tun würde, als ob sie die Milky Way-Aktien kauft, dann würde sie einen Haufen Geld machen. Habe ich recht? Ja, aber die Frage wird an der Börse entschieden und nicht etwa von Jenny. Wieso? Kannst du das mal klären? Kann er nicht. Das ist viel zu kompliziert. Ach was, man geht an die Börse und kauft eine Aktie, wenn sie im Steigen begriffen ist. Und wenn sie dann wieder fällt, dann verkauft man sie wieder, klar? Okay. Was machst du denn da? Ich werde die Aufstellung der Aktien raussuchen, die demnächst steigen. Nein. Nein, Debbie, das verraten Sie dir doch nicht vorher. Das ist ein Ratespiel. Oh, fang jetzt bloß nicht an, mit Aktien zu spekulieren. Da kannst du einen Haufen Geld verlieren. Aber nie, Dad, das ist klasse. Wie lange gibt's das eigentlich schon? Seit Jahren. Ja, Jahrtausenden schon. Die Römer haben an ihrer Börse mit Getreide gehandelt. Und Milky Ways auch? Und Milky Ways auch. Also, Jenny, hast du das jetzt kapiert? Nein, Dad. Ja, was denn nicht? Ich weiß immer noch nicht, was für Aktien ich kaufen soll. Also, ich mach dir nicht schon wieder die Hausaufgaben. Nee, lieber nicht, Dad. Das letzte Mal musste sie deinetwegen nachsitzen. Hilf mir doch, Dad. Ich sitz gerne nach. Also, zuerst mal legst du dir einen Spitzenwert zu. Ich würde da Nupsi Motors vorschlagen. Nupsi Motors baut Waschmaschinenmotoren und gewaschen haben auch schon die Römer. Das Wichtigste dabei ist, dass man sein Vermögen immer splittet. Naja, manche hasardieren ja mit Sachen wie Sunrise Industries, aber ich würde mich auf Nupsi Motors verlassen. Was ist denn Sunrise Industries? Ach, das ist irgendeine Firma, die mit Chips und Tops und Mops zu tun hat. Oh, merk dir das alles mal schön, Jenny. Also, Dad, wo finde ich denn jetzt die aktuelle Börsenliga-Tabelle vom Wochenende? Ich finde, du solltest dir das wirklich noch mal durch den Kopf gehen lassen, Natsch. Ich meine, jeder Mensch braucht eine Religion. Wieso? Ich hab doch schon eine. Ich bin Kaloriker. Und was machen die? Die essen. Aber es wird eine gigantische Umwälzung geben, Natsch. Die Regeln, nach denen wir leben, werden untergehen. Und was kriegen wir stattdessen? Neue Ideen, neue Philosophien, ein neues Zeitalter. Ach ja? Und wann ist es soweit? Na, ich weiß nicht wann. So genau kann man das nicht voraussagen. Aber die Dinge werden sich gewaltig ändern. Die ganze große Welt, wie wir sie kennen, wird nicht mehr existieren. Gib mir doch so einen ungefähren Tipp. Nächsten Montag vielleicht. Nein, auf gar keinen Fall. Und dann vielleicht Dienstag, Mittwoch. Na schön, Donnerstag. Wie passt dir das in den Kram? Du hast hoffentlich keine sehr wichtigen Termine am Donnerstag, oder? Prima, sagen wir am Donnerstag. Schlechte Nachrichten, Leute. Der Weltuntergang steht nächste Woche auf der Matte. Natsch, das habe ich doch nicht ernst gemeint. Simon meint, wir haben nicht mehr viel Zeit. Du solltest dir deine Gummibärchen ab sofort einzeln kaufen, Jenny. Natsch, halt die Klappe. Wirklich? Und welchen Tag hast du dir ausgesucht für den finalen Feierabend? Also, Simon meint, Donnerstag wär's soweit. Halt ja den am besten schon mal frei. Oh Mist, gerade als ich rausgefunden habe, wie ich reich werde. Debbie, ich habe nicht behauptet, dass die Welt untergeht. Und ich habe schon gar nicht behauptet, dass sie am Donnerstag untergeht. Das hast du zu mir aber gesagt. Donnerstag wäre aber echt günstig sein. Das heißt, ich brauche am Mittwochabend den Müll nicht mehr rauszubringen. Ach, wirklich? Wenn du den Müll am Mittwochabend nicht rausbringst und die Welt geht am Donnerstag nicht unter, dann geht deine am Freitag aber garantiert unter. Oh Mist. Wann weißt du es denn ganz genau, Simon? Jenny, dass du mir einfach nie zuhören kannst. Überhaupt will mir niemand hier drin Gehör schenken. Niemand. Komm schon, Simon. Ich habe dir sehr wohl zugehört. Ja, und du hast alles falsch verstanden. Natsch hat was falsch verstanden? So kenne ich dich gar nicht. Weiß denn der Aktienmarkt vom Weltuntergang, Simon? Na, wenn der davon erfährt, hörst du den Crash bis hierher. Der hat angenommen, die Welt geht jetzt wirklich unter. Was meinst du, welche Aktien dann fallen? Tja, also ich würde mal sagen, Debbie, sie werden alle fallen. Abgesehen mal von den Firmen Whisky, Wodka und Rum. Weil sich der Weltuntergang mit einem feinen Tropfen ja besser begehen lässt. Hört mal, Natsch hat mich total falsch verstanden. Ich hab nicht gesagt, dass die Welt untergeht. Doch, du hast gesagt, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ich hab gesagt, das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, wird enden. Oh, du meinst das Zeitalter, wo ihr bei mir wohnt und ich alle Rechnungen bezahle? Ja.
Nehme ich mal an. Gut, steht der Termin noch? Donnerstag, ja? Toll! Wenn ich am Donnerstag abtrete, dann trete ich wenigstens Maharaja-mäßig ab. Du kannst es nicht mit ins Grab nehmen. Ich wette, sie findet eine Methode. Wenn ich es nicht mitnehmen kann, soll die Welt ohne mich untergehen. Und wenn die Welt jetzt aber wirklich untergeht, Mr. Kelly? Betty, ich glaube, ich habe jetzt langsam genug von dem Thema, ja? Ja, das hat Schwester Maureen auch gesagt, als das letzte Mal die Welt unterging. Ach, wirklich? Wie war er denn so, der letzte Weltuntergang? Irgendwie muss ich den verpasst haben. Ach, na ja, Sie wissen ja, wie das immer so ist. Es gibt keinen Morgen. Das passiert ja dann doch nicht. Das passiert wirklich nie. Ja, und wie hat Schwester Maureen das angepackt? Sie sagt, alles, was man braucht, ist Gottvertrauen und einen ziemlich großen Hügel. Einen großen Hügel? Ja, Klöster sind doch auch immer auf Hügeln gebaut, oder nicht? Oh ja, ja, das ist mir schon aufgefallen, ja. Ja, und sie sagte, wenn Novak dann wiederkommt mit seiner selbstgebauten Arche, da braucht er nur an den Klöstern anzupollern und einzuladen. Ah, und wie wurde dem Volke Wallgate diese Botschaft über den Novak, der übrigens Noah heißt, zuteil durch einen brennenden Busch? Durch die Dame von der Telefonvermittlung. Hätte ich es mir doch denken können. Ja, wissen Sie, Mrs. Doyle, die in der Telefonvermittlung gehockt hat. Das war, bevor sie den Telefonen beigebracht hat, direkt miteinander zu reden. Jedenfalls hat sie irgendwie ganz zufällig mit angehört, wie der Bezirksbauinspektor mit dem Bürgermeister telefoniert hat und zu ihm gesagt hat, wenn er den Riss im Wasserturm nicht schleunigst reparieren lässt, dann würde er bersten und den ganzen Landstrich überfluten, soweit das Auge reicht. Und dann hat der Bürgermeister, der hat dann gesagt, na ja, Sid, das wäre ja auch kein Weltuntergang. Und Sid hat geantwortet, na ja, was Wallgate betrifft, ist das schon einer. Ah ja, und so kam Wallgate auf die Idee, dass die Welt untergeht. Ja, es war apokalyptisch. Diese Riesenmenge, alle zusammengedrängt in Kaloster. Die Einwohner. Die ganzen Tiere. Wie, was? Alle haben ihre Tiere ins Kloster gebracht? Ja, Sie wissen doch, von allen je ein paar. Wissen Sie, das mussten die doch so machen, damit, wenn die Wasser wieder fallen, Wolke zur Blüte wieder aufsteigen kann. So wie in der Bibel. Ja, wissen Sie, zwei Elefanten... Elefanten hat man nicht. Frohe Kunde für Schwester Maureen. Ja, zwei Schweine, zwei Wombats, zwei Ochsen... Sekunde, zwei Ochsen? Ja, naja, und da wurde uns plötzlich klar, warum die arme alte Miss Trevely nicht viel Glück mit ihrer Viehzucht hatte. Das muss ja völlig chaotisch im Kloster zugegangen sein. Oh ja, aber das Schlimmste war, als Mrs. O'Shaughnessy Wolverton plötzlich mit 2 Meter schon angekommen ist. Jenny, was machst du denn schon zu Hause? Es ist erst 12:30. Ich bin an keins von den Telefonen in der Schule rangekommen. Meterlange Schlangen. Alle arbeiten an ihren Aktien. Und die wissen, dass du hier bist? Ja. Kannst du mich nachher wieder hinfahren? Ja, aber wieso musst du telefonieren? Ich brauche die 12-Uhr-Kurse. Die Börse hat einen Ansageservice. Da kannst du die Notierungen sämtlicher Aktien abhören. Ah, ich wusste gar nicht, dass die Börse eine Hotline hat. Sogar 4. Ich höre gerade Industriewerte O bis Z ab. Ah, naja, wenn... Aha. Aha. Mhm. Während du heute Morgen in deinem Büro rumgealbert hast, habe ich insgesamt genau $23.455.18 verdient, abzüglich der Cottage. Sekunde, seit wann stehen Nupsi Motors unter O bis Z? Ich habe keine Nupsi Motors gekauft, Dad. Ich habe mich auf deinen anderen Tipp verlassen. Sunrise. Nur habe ich keine Sunrise Industries gefunden, deshalb habe ich Sunrise Promotions genommen. Nein, Jenny, das ist alles falsch. Nein, Dad, es ist bombengut. Sie haben heute Morgen mit 25 Cent eröffnet und mittags bin ich sie für $3.50 losgeworden. Und hier hast du das Ergebnis. Jenny, du hast überhaupt nichts von dem, was ich dir erklärt habe, begriffen, oder? Okay, auf dem Papier hast du ein bisschen Geld verdient. Nein, du hast einen Haufen Geld verdient. Okay, du hast mehr Geld verdient, als ich in meinem Leben gesehen habe. Aber das war eine Risikoinvestition. Ich meine, wahrscheinlich weißt du überhaupt nichts über Sunrise Promotions. Ich weiß, dass sie mir gerade 23.000 eingebracht haben. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Hey, Dad, ist das nicht super mit Sunrise? Ich habe $200 verdient. Was? Na, ich habe $100 in Sunrise investiert und habe $200 gewonnen. Hör mal, Debbie, du hast ja nicht mal einen Börsenmakler. Nein, aber Tiffys Mutter hat einen. Sie hat einen ganzen Packen gekauft und hat ein Vermögen gemacht. Ist das nicht irre? Hat sie die ganzen Telefonate erledigt? Ja, ja. Ihre ganzen Freundinnen haben mordsmäßig investiert. Na, ihr wisst ja, was sie alle für Kohle haben. Jetzt wenigstens. Sekunde, einen Moment mal. Ihr habt ja nicht die geringste Ahnung, was ihr da eigentlich treibt, ihr zwei. Oh, doch, haben wir schon. Unser Lehrer hat uns erklärt, wie man einen Run auf eine Aktie inszeniert. Ja, das ist wirklich irre. Du bringst einfach einen Haufen Leute dazu, eine bestimmte Aktie zu kaufen und dann steigt der Wert der Aktie ins Astronomische.
Du willst mir doch nicht weismachen, dass euer Lehrer gesagt hat, ihr könnt es so machen, oder? Doch, ist da was falsch dran? Nein, nein, es ist mein Fehler. Ich hätte dir erlauben sollen, die Schule zu wechseln, als ich es noch konnte. Es ist wirklich so nett, mit Ihnen und mit den Mädels zu Abend zu essen. Mr. Kelly, lassen Sie mich das doch machen. Danke, Betty. Also, Jenny, du lässt jetzt bitte mal Aktien sein und machst deine anderen Hausaufgaben. Okay, Dad. Und zwar auf der Stelle. Sie können sie doch jetzt nicht unterbrechen, Mr. Kelly. Ja, der Tiffys Mutter wartet auf ihren nächsten Geheimtipp. Das ist doch nicht zu fassen. Alle warten auf Visionen eines 11-jährigen Mädchens. Unglaublich. Also, was sagt dir deine Vision, Jenny? Ich tippe auf Manjana Productions. Das klingt toll, Manjana. Das heißt guten Morgen auf Italienisch. Spanisch. Ja, das auch, aber kapierst du denn nicht, Dad? Sunrise, Manjana, Morgen, das ist alles die gleiche Philosophie. Was es sonst noch heißt, Jenny? Hi allerseits. Dreimal werden wir noch wach bis zum großen Krach. Ah, unser Mr. Apokalypse wann? Spar dir die blöden Kommentare. Ach komm, Simon, du bist doch selber schuld. Ich meine, du hast doch angefangen mit Apokalypse Donnerstag. Ich habe gesagt Apokalypse irgendwann. Okay, es reicht und ich sage Apokalypse abgesagt und damit Schluss mit dem Thema. Wo ist denn Jenny hin? Jenny, was machst du denn da? Ich habe mir nur ein Taschentuch geholt. Na komm, wir warten alle. Hast du noch irgendwelche Tipps für irgendwelche heißen Aktien? Du fragst eine Elfjährige nach Tipps für den Aktienmarkt? Dad, unsere Kleine ist ein Börsengenie. Sie ist ein absolutes Naturtalent. Sie zieht wirklich die großen Lose, Mr. Kelly. Oh, also bis jetzt gerade einmal. Einmal von einmal ist super, Mr. Kelly. Genau. Als Mathematiker würde man so sagen, sie hat eine 100%ige Trefferquote. Dad, es ist schrecklich. Hast du gesehen, was passiert ist? Ja, ich hab's gerade gelesen. Tragisch. Manjana ist Schnee von gestern. Ich habe noch nie eine Aktie so abstürzen sehen. Noch nie. Tiffys Mutter wird sich übergeben vor Wut. Ja, die macht dir mal keine Sorgen. Wie viel hast du verloren? $100. Aber hattest du nicht 300? Ja, aber ich habe nur 100 in Manjana investiert. Aber dann hast du doch immer noch $100 Gewinn. Nein, Dad, ich sag dir doch, ich habe $100 verloren. Nein, Debbie, pass auf. Du hattest am Anfang $100, die du in Sunrise investiert hast. Und da hattest du $200 Gewinn. Davon hast du 100 in Manjana angelegt, die du dann verloren hast. Also hast du noch deine ursprünglichen 100 und die 100, die du verdient hast. Wirklich? Aber das ist doch ganz gut, oder? Nein, es ist unfair. Du kannst weder addieren noch subtrahieren und hast trotzdem $100 verdient. Hey, rechne mir das nochmal vor. Vielleicht kommt ja dabei noch ein bisschen mehr raus. Wisst ihr, was passiert ist? Was ist jetzt schon wieder? Cleef hat all sein Geld verloren. Geld? Was für Geld? Das Geld, das er angefangen hat, für die Kapelle zu sammeln. Er hat alles in die Manjana Productions investiert. Was denn in Manjana? Wie hat er denn von denen gehört? So ein Kaffeekränzchen von High Society-Tanten hat ihm einen Tipp gegeben. Sie meinten, es wäre eine todsichere Sache. Oh je. Das hört sich nach Tiffys Mutter und ihren Freundinnen an. Jedenfalls hat er gedacht, es wäre ein Geschenk des Himmels, um das Geld für die Kapelle zusammenzukriegen. Ah, oh, und was macht er jetzt? Er macht jetzt wieder seinen alten Job und versucht, das Geld von neuem zusammenzukriegen. Sein alter Job? Was soll denn das sein? Er ist Versicherungsagent. Das Ende der postmortualen Erweckung. Wir werden nie erfahren, ob es einen Tod vor dem Leben gibt. Naja, vielleicht gibt es einen Schnupfen vor dem Leben oder sowas. Nimm's nicht so tragisch, ich hab's nicht so gemeint. Hey Dad, rate mal, ich hab den Wettbewerb in der Schule gewonnen. Du hast gewonnen? Aber ich dachte, du hättest dein ganzes Geld in Manjana gesteckt. Hatte ich auch, aber als sie mittags ihren Höchststand erreicht hatten, habe ich sie abgestoßen und Upsi-Motors gekauft. Du hast recht, Dad. Am besten, man hält sich an die dicken Fische. Hi Simon. Hey, hast du mal ein Stück Alufolie für mich? Klar. Hier. Ja. Was machst du denn mit dem Apfel? Habe ich für deinen Vater gekauft. Warte mal, wo willst du denn damit hin? Ich weiß, wo er sie gern deponiert. Habe ich eben nicht Natsch gehört? Ja, er hat dir einen Apfel gekauft, einen grünen. So einen, wie er geklaut hat. Nein, da drüben ist er nicht. Er versteckt ihn extra für dich auf dem Dach. Ah, der gute alte Natsch. Ein verfressener Dieb mit Herz. Manchmal denke ich mir, du solltest ein bisschen mehr so sein wie Natsch. Ja, ich weiß. Und dann lasse ich mir ein Fell wachsen und stell mich vors Haus und belle ein wenig. Du kennst doch Natsch nicht mal zur Hälfte. Ja, nur die Hälfte, die frisst. In Natsch steckt viel mehr, als du denkst. Ich sag dir, du ahnst gar nicht, wohin er mich gestern mitgenommen hat. Simon, ich bin dein Vater. Willst du mich mit Details foltern? Dad, er hat mich mit auf seine Tour von der städtischen Mission genommen. Ah, du meinst die nachts durch die Parks laufen und Obdachlose von den Bänken klauben? Ja, und sie besorgen ihnen ein Bett und was Warmes zu essen. Nein, und sowas macht Natsch? Naja, manchmal rufen sie ihn an, weil er helfen soll. Ich meine, ich habe die ganze Zeit nur von Religion und guten Werken gequatscht. Natsch, der tut was und redet nicht viel. Ja, manchmal können dann Menschen wirklich überraschen. Genau. Weißt du, ich habe eigentlich nie richtig gewusst, was für ein guter Kerl Natsch ist. Weißt du, es gibt da so eine Frau, die schläft in meinem Wartehäuschen. Und dann kommen irgendwelche Idioten und klauen dir die Schuhe. Ja, das ist aber eine Schweinerei. Und Natsch hat ein paar alte Schuhe für sie aufgetrieben und sie ihr persönlich an den Fuß geschnallt. Mhm.
Mein lieber Schwan hat die gemeckert. Wieso? Weil er ihr ein paar Schuhe geschenkt hat? Weil er den rechten und den linken verwechselt hat. Naja, was zählt, ist die gute Absicht, nicht wahr? Ah, hi, Mr. Kelly. Natsch, Simon hat mir erzählt, was du Wunderbares getan hast. Ich bin gewissermaßen stolz auf dich. Du bist ein fabelhafter Kerl, Natsch. Junge, Simon, wenn ich das gewusst hätte, dass sich dein Vater so freut, hätte ich ihm schon vor Jahren einen Apfel gekauft.